So, na gut, Leute. Ich bin bereit. Dann fangen wir an, oder? Momentchen. Mikrofon noch ein bisschen. Zadala. Verzeihung. Ich weiß, das sollte ich vor dem Stream machen, aber ihr kennt mich ja mittlerweile. So, dann machen wir weiter. Machen wir genau da weiter natürlich, wo wir gestern aufgehört haben. Ihr seht schon, ich habe die Switch nicht mal ausgemacht. Die war auf Standby und es geht wirklich genau da weiter. Wir haben ein Video gekauft beim letzten Mal, ne? Das könnte man sich vielleicht nochmal anschauen, würde ich sagen. Muss mal kurz noch... okay, passt schon. Genau, schauen wir mal. Video Volume 1. Ah, wir haben einen neuen Pro-Wrestling-Move gelernt. Sehr schön. Quebradora con Chiro. Oder so. Cool. I like that. Ausgezeichnet. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen Kohle verdienen, ne? Hallo, The Clodo, wie geht's? Wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Für unseren nächsten großen Kampf. Ansonsten trainieren war ich, beim Laserschwert-Shop war ich. Wie viel Geld haben wir? Ich glaube, wir haben genug. Ja, toll. Voll. Voll toll. Beides richtig. Dann fahren wir gleich zum Geldautomaten und zahlen unser Geld ein. Der ist zum Glück eh gleich ums Eck. Oder? Ich glaube, 200.000 brauchen wir und genau die haben wir. Nein, was brauchen wir denn dann? Jetzt sagt er mir gar nicht, was ich brauche. Steht das hier irgendwo, wie viel wir brauchen? Ich dachte, vielleicht sind es 250.000. Dann brauchen wir vielleicht noch ein bisschen. Ah, okay. Wir könnten natürlich schon auch noch ein bisschen nach den Schätzen graben. Es ist nicht viel, das uns fehlt. Vielleicht kriegen wir das wirklich mit den Schätzen zusammen. Und ich habe gerade irgendwie Bock. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, als würde ich das Spiel gerne zu 100% durchspielen. Ich glaube, das machen wir nicht. Nicht zu 100%. Ich glaube, damit wir es zu 100% durchspielen können, müssten wir es sowieso mehrmals durchspielen. Das habe ich, glaube ich, nicht vor. Aber ein bisschen hier buddeln könnte man schon. Weil warum nicht? Eine Palme zu entwurzeln ist für das Bike kein Problem, aber Autos kann man das Teil nicht umwalzen. Nee, nee. Die Autos in Center Destroy sind aus ganz anderem Material geschnitzt. Da kommt selbst mein seltsames, riesiges, weißes Panzerbike nicht dagegen an. Die Autos sind wirklich wie feste Objekte einfach. Da kann man nichts machen. Jetzt fahre ich hier mal schnell mit meinem Bike durch die Wiese, weil ich glaube, hier gibt es noch mehr Punkte wahrscheinlich. Na komm. Wenn ich auf dem Weg bleibe, müssten die mir eigentlich links und rechts so angezeigt werden vom Weg. Aber hier ist irgendwie tatsächlich gar nichts, was mich fast wundert. Schade. Dann müssen wir wohl noch... Der eine neue Nebenjob, ne? Mit dem konnten wir wirklich viel Kohle einnehmen. Nicht die Auftrag... Oder es gibt auch noch einen neuen Auftragskiller-Job, stimmt. Machen wir vielleicht das. Ich glaube zumindest, es gibt einen, den haben wir noch gar nicht gemacht.
Travis. Genau, den haben wir noch gar nicht. In der Santa Destroy High School, wo wir beim letzten Boss waren. Kill as many as you can within the time limit. Ja, das ist gut. Das machen wir. Zeitlimit-Missionen finde ich in Ordnung, aber so One-Hit-Missionen, die hasse ich. Die hasse ich wirklich, weil man wird ständig von irgendwem angerempelt, blöd von der Seite oder so. Ich kann mich erinnern, dass es ein Schwert gibt, das sind irgendwie ungefähr 8 oder 10 Schwerter, die kreisförmig angeordnet sind. Und das ist super gut und so. Das hätte ich gerne. Aber ich glaube, das ist so ein Endgame-Schwert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, perfekt geparkt, würde ich sagen. Santa Destroy High School ist auch ein selten hässlicher Bunker hier, oder? Nein, nicht aufs Motorrad steigen. Ich habe schon befürchtet, dass wir ein bisschen zu nah am Eingang parken. Das ist immer gefährlich. Jetzt aber. Ciao. Ganz schöner Haufen. Hey, he's over here. Go. Aber alle ziemlich schwach. Hey, hörst du jetzt auf? Ich glaube, ich spinne. Von mir aus machen wir alle so fertig. So, der Lahm. Noch wen übersehen? Anscheinend, sonst wär's vorbei. Ah ne, passt schon. Wow, wir hatten noch über eine Minute Zeit. Ich glaube, wir sind ganz schön stark. Kann es sein, dass wir ganz schön stark sind? 60.000. Also das lohnt sich für so einen Popeljob hier. 60.000. Das ist nicht schlecht. Ja, ich meine, das stimmt schon, ne? Dass das auf der Wii wahrscheinlich leichter zu rendern war. Aber das ist schon ein auffallend eckiger Betonklotz, der eigentlich eher aus Ziegel ist. Nicht aus Beton. Außer es sind Betonziegel. Wer weiß. Wer weiß. Jetzt haben wir aber, glaube ich, genug Geld. Dann fahren wir jetzt zum Briefkasten für Geldscheine. Wie heißt's? Bankautomaten. Genau. Ah, komm. Ich sammle das Geld, wenn ich zufällig vorbeikomme. Ich glaube, das machen wir. Das nehme ich mir als feste Regel vor. Wenn ich an Punkten vorbeikomme, egal ob Geld oder Dragon Balls, dann wird das gesammelt. Weil mit der Zeit, logischerweise, wird's weniger. Aber alle... Naja, im Endeffekt kriegt man wirklich nicht viel Geld. Das stimmt schon. Aber trotzdem. Ist schon in Ordnung. So, da la.
24 Stunden Banking. Das war noch vor PayPal, das Spiel anscheinend. Jetzt, wo du sagst, die Minimap da unten sieht aus wie der Dragon-Radar. Ah, aha. Ja. Also gerade diese orangen Pünktchen oder Viereckchen. Tja, ich meine, man wird ja auch wirklich zum Super Saiyajin, wenn man im Special-Super-Modus ist. Da ist schon sehr viel Dragon Ball-Referenz in dem Spiel. Ich finde es wirklich immer noch super schade, dass Travis Touchdown nicht in Smash Bros. Als vollwertiger Kämpfer vorkommt. Er hätte es verdient. Er ist quasi im Grunde schon fast ein Nintendo-Maskottchen. Ein inoffizielles. What the hell's going on over there? Jeez, don't leave me hanging, honey. Gut, ich glaube, hier müssen wir nichts machen. Dann los. Ich hätte speichern können. Dammit. Lieber Travis, der nächste Rang ist super gefährlich, Dude. Aber jetzt kannst du nicht mehr umkehren. Du hast den Pfad betreten, ein echter Mann zu werden. Keine Zahl an Tränen kann diese Entscheidung nun wegwaschen. Jetzt beeil dich zur U-Bahn. Nimm den Zug und finde ihn. Wartend. Setz dein Spiel aufs Leben. Oder so ähnlich. Cool. Rang 7 ist jetzt offen. Ich mag Spiele, die so eine klare Struktur haben. Ich mag das wirklich. Ich mag das total, dass man quasi immer mit diesen Minijobs Geld sammelt und wenn man Geld hat, überweist man das. Dann geht man nach Hause, kriegt einen Anruf und dann wird das nächste Level freigeschaltet und dann geht alles wieder von vorn los. Und dann immer noch das Telefonat vor dem Bosskampf und so. Ich mag diese klaren Strukturen. Das finde ich total schön. Hi zu Alpür. Hallöchen. Wie geht's? Hey, wir sollten mal das Kokosnuss-Sammeln-Minispiel mit unserem Motorrad versuchen. Und einfach alle Palmen der Reihe nach umfahren. Dann können wir uns das Schütteln sparen. Das wäre gut, wenn das gehen würde. In Breath of the Wild wird es bestimmt funktionieren. Destroy Man. Destroyman ist ziemlich weird. Gibt's keinen Sprengstoff in dem Game? Also wir haben keinen Sprengstoff zur Verfügung. Unsere Gegner öfter mal, doch. Und weil wir gerade bei Clan-Strukturen sind, in dem Level werden die Clan-Strukturen ein bisschen gebrochen. Aber das ist auch eben das Schöne an so strukturierten Spielen. Man kann eben mit diesen Strukturen dann auch wieder spielen und die verändern. Und umso mehr Wirkkraft hat das dann, wenn eben diese Strukturen gebrochen werden. Was ist denn das? Bearhug Film Studio. Das ist ein Kerl auf einem Geisterpferd. Ein Reptiloid, ein Dinosaurier und ein Wildkatzenkostüm mit gestreiftem Pullover. Ich würde es mir anschauen. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Und da ist das Grasshopper-Logo, also die Macher von dem Spiel. Santa Destroys First Punk Studio. Ja, stimmt. Suda51 bezeichnet er seine Spiele immer als im Grunde Punk Spiele, was Punkmusik fürs Musikgeschäft ist, sollen seine Spiele für die Videospielindustrie sein.
ein bisschen aus dem Rahmen fallend, grenzüberschreitend. Yes. Ich lauf mal, ich weiß schon, das Ziel war ganz am Anfang. Aber ich traue mich wetten, dass es hier ein bisschen geheimen Loot hinten gibt. Oder auch nicht. Tja. Hätte ja sein können. Ich dachte, das ist ein Dragon Ball, aber hab mir schon gedacht, dass in den Levels kein Dragon Ball ist. Aber hätte ja sein können. Hallo, Merlin. So. Nee, ich habe kein gelbes T-Shirt an. Das stimmt. Die Wrestling-Moves sind einfach das Beste. Die könnt ihr euch den ganzen Tag machen. Double Kill, ne, nicht ganz. Die halten mittlerweile schon was aus. Dieser so nach hinten Tötungsmove ist schon ziemlich cool, oder? Wie schnell die Schläge mit dem Turbo-Controller wären. Ich glaube, schneller geht's nicht. Ich glaube, das ist... Der kann nicht schneller zuschlagen. So, hier ist unser Sitzplatz. Warum wir uns jetzt durch die U-Bahn kämpfen mussten? Wer weiß. Vielleicht war das, was ich vorher angeteased habe mit der Struktur, mit dem Strukturbruch, vielleicht kommt das erst später. Vielleicht habe ich das verwechselt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dachte, es wäre hier, aber vielleicht habe ich mich getäuscht. Jetzt komm schon. Sweet. Sweet. Schade. Hätte ja sein können. Ich hätte gern Süßigkeiten gehabt. Ich habe heute im Real Life genug Süßigkeiten gegessen. So viel so Schoko-Dickmann-Dinger. Köstlich. Aber so süß. Aber ab und zu muss das sein. Moment mal, wo soll ich denn hin? Ach so, da ist noch eine Treppe. Okay. Ich dachte schon, ich wäre schon am Ende und wusste nicht. Ich war am Ende. Vor lauter nicht wissen, wo man hin muss. Ich glaube, diese Wrestling-Karten bringen einem wirklich nichts, oder? Kann sein, dass man vielleicht irgendwas freischaltet, wenn man wirklich alle findet. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, die sind wirklich eher so Collectibles. Ja, das dachte ich bei den Dragon Balls am Anfang auch. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt. Ist halt doch schon lange her, dass ich das gespielt habe. Checkpoint.
Berghack Filmstudios. Gerade haben wir noch davon gelesen, ne? Von den Berghack Filmstudios. Was für ein Zufall. Yes. Ich hätte auch gern Laserschwert. Ich frage mich, ob ich beeinflussen kann, welche Wrestling-Moves gemacht werden. Ich meine, je nachdem, wie ich im Verhältnis zum Gegner stehe, verändert es natürlich was. Aber ansonsten bin ich mir nicht sicher. Zielen ist gar nicht so leicht. Ja. Oh mein Gott, beim Treppenstein geht da irgendwas schief, oder? Ach, das ist der Schatten, der das hier spinnt. Ah, das nervt mich so hier. Gerade wenn der wahrscheinlich coolste Special Move losgeht, kommt so eine gemeine Cutscene und nimmt mir meinen Super Power Saiyajin Modus. Ich finde das gemein. Aber wie schon gesagt, das kommt immer, wenn man es gerade nicht brauchen kann. Es ist so ein Naturgesetz in dem Spiel. Wartet mal kurz. Ich muss mich kurz umsehen. Aha! Sweet! Hi Sakurak, hallo. Sorry, bei lauter Kämpfen kann ich immer nicht in den Chat schauen. Mir geht's ganz gut. Und dir? Ich hoffe auch gut. Das waren auch die Katzenkerle auf den Filmplakaten, wo ich noch gesagt habe, die sehen weird aus. Ich meine, die sehen immer noch weird aus, aber jetzt hat es zumindest ein bisschen Bezug. Cool, das freut mich. Meine Güte, Leute, was machen die denn immer? Okay, okay. Sind oben noch welche? Wahrscheinlich. Ja, da wartet schon einer mit einer Pistole. Ja.
diesen Sidestep, diesen Ausweichschritt, den habe ich überhaupt noch nicht drauf. Außerdem habe ich jetzt da unten eine 7 gespeichert. Ich könnte jetzt irgendwie einen Super-Killer-Move starten, der alle Gegner in einem Raum auf einmal tötet. Aber ich weiß nicht wie. Leider. Das ist ein bisschen blöd. Hi, Metatron. Bin gerade dabei, den Server zu reaktivieren. Ah, das meinte Katka gestern schon, dass du den Minecraft-Server wieder in Betrieb nimmst. Das ist cool. Da würde ich gerne, das würde ich mir gerne mal wieder alles anschauen. Auf jeden Fall. Und theoretisch habe ich noch ein Schloss fertig zu bauen, ne? Jetzt lasst mich mal ganz kurz nachschauen, weil die drei Jedis hier würde ich tatsächlich gerne, wenn es geht, leicht mit meinem... mit meinem Super Special Move töten, aber ich sehe auch keine... Ich sehe auch keine Tastenbelegung oder irgendwas. Ach, scheiß drauf. Oh yeah, jetzt aber. Okay, wartet. Das ist noch besser. Warum macht... Bring doch den bitte auch um. Den bringt er irgendwie nicht um. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, was da nicht funktioniert. Okay, den mag er nicht. Schade, ich glaube, der Special ist auch schon wieder ziemlich verschwendet. Ah, ich habe mich verdrückt. Ich hasse es. So. Okay, jetzt müssen wir noch mal zu dem unten, der vorher nicht funktioniert hat. Das Schloss war fertig, oder? Nee, ich glaube, der hintere Bereich der Burg war noch nicht fertig. Den ich so improvisiert habe. Also so, wie das Schloss aussehen müsste, wenn man die Innenbereiche mit berücksichtigt. Aber, innen habe ich ja noch gar nichts gemacht. Die Einrichtung ist ja quasi nicht vorhanden. Oder habt ihr da was gemacht? Ja, Tombstone Piledriver! Mein Lieblings-Wrestling-Move. Ich freue mich immer, wenn der kommt. So, bist du jetzt verbuggt, oder? Na, geht schon noch. Der war zwar verbuggt, aber zum Glück nicht untötbar. Das wär lästig gewesen jetzt. Achso, nee, genau. Dann gäbe es da theoretisch noch viel zu tun. Ah, Handy. Das heißt, wir kommen gleich zum Boss. Neues. Die Bosse sind schon... Ich glaube, deswegen spielt man das Spiel eigentlich. Wobei die Kämpfe schon Spaß machen. So, how are you feeling, Travis? Your head feeling better? Relieved yourself lately? Maintaining proper oral hygiene? When you're ready, step inside. Some people say it's important to know when to give up. That you shouldn't aim for things that are obviously beyond your grasp. But ignore idiots like that. Don't accept defeat before the first punch has even been thrown. Hello? Anybody home? Did you even hear what I just said? And you call yourself an assassin? This is why third rates like you are hopeless. I am 120% certain you are going to die. All you can do is trust your force and head for the garden
of madness. Ich hätte versucht rauszufinden, was auf seinem Handy zu sehen ist, aber ich habe es nicht erkannt. Warum eigentlich Laserschwerter? Das sind Beam-Katanas und keine Laserschwerter. Ist ganz was anderes. Kann man, ne, hat nichts miteinander zu tun. Ähnlichkeiten rein zufällig. Und warum? Wahrscheinlich, weil es stylisch ist. Style over Substance. Oder Style over Story oder so, zumindest in dem Spiel. Die Beam-Katana. Travis, erinnerst du dich jetzt? Oder erinnere dich jetzt? Der fundamentalste aller fundamentalen Suplex wurde in Calgary berühmt. Es ist die absolut natürliche, oder wahrscheinlich All Natural Amusement Machine, the German Suplex. Okay. Der German Suplex. Ich konnte früher wirklich alle Suplex, glaube ich, unterscheiden vom Namen her. Heute weiß ich das nicht mehr hundertprozentig. Es gibt noch ein paar Sachen, die weiß ich natürlich noch. Den Double Handle Suplex und eben so die ganzen Piledriver, die ganzen Wrestling Moves. Ich kannte früher alle, da weiß ich nur noch ein paar. Wie mit Dinosauriern. Das ist noch weiter zurück als die Wrestling Moves. Dinosaurier kannte ich auch alle, heute nicht mehr. Ich kenne noch viele, aber nicht mehr alle. Na gut, Bosszeit. Ach, oh man. I thought I wouldn't make it here on time. Had to take care of some customers that filed complaints. My apologies. So much to do with so little help. Yeah, I can't stand these people with all their nonsense complaints. They think they can just say anything. It's crazy. But anyway, I'm here. I made it on time. That's the important thing, right? I take it you're Mr. 8? You? You're ranked? Not me. Well, actually, it is me. Oh, that makes sense. Never mind then. You've got a job to do. But first, I need some time to get ready. Would you mind turning the other way? I need some privacy. Privacy? Yes. I need to prepare. Whatever. Don't mind me. Pretend I'm not even here. I just need you to look the other way for a second. A second? Yes, just a split second. I don't think it's too much to ask, do you? Then we can get on with our fight? That is correct. All right. Oh, damn it! Whoa! That was close. For a second there, I forgot that you were a killer. Sorry if I scared you. I didn't mean to do that. Something's wrong with me today. I let my guard down. Getting sloppy. I gotta stay on my toes. You mind if I ask you something? Yeah, what is it, Mr. Cosplay? We're both assassins, right? Why do we have to kill each other anyway? If you ask me, it's absolutely meaningless. It's about determining who's best. That's what it's about. Can't argue with that. Well then, let's get started. What? You want to shake hands? We're both fighters, aren't we? Not killers, at least for now. This is a sign of sportsmanship, that we respect each other before and after the fight. Good luck. Likewise. Destroy Spark. Oh, this is great. Is this guy an idiot or what? Is this a joke? You fell for the oldest trick in the book. Oh, man, you are something. Oh, this is the best. Man, you really cracked me up. I think this laughter's gonna kill me. Seriously, I think I might really die from laughter. It hurts. Someone help. Oh, God. Oh, shit. I thought I was gonna die there. For real.
And look at you. You look like you're dead. I guess it's time for a wake-up call. Destroy town! Destroy team! This is where it gets good. Good night. Destroy! That was quite a move. I'll admit you've got potential. If Challenge had a taste, you'd be quite delicious. Fight for the seventh? Yeah, sure. Bring it on! I love a challenge! You're as good as dead. Okay, los geht's. Der hat eine wirklich miese Peniskanone. Da muss man echt aufpassen. Oh, come on! Für was weiche ich denn aus? Ah, er wäre gerade kurz benommen gewesen. Das wäre meine Chance gewesen für einen Move, für einen Wrestling-Move. Damn it. Dammit! Okay, gut. Das war knapp. Damn it, come on! Destroy!
Ah, damn it. Aber das ist meine Chance bei dem Beam. Da muss ich aufpassen. Das ist meine Gelegenheit. Ich hol mir schnell eine Batterie und dann, glaube ich, könnte das schon hinhauen. Hoffentlich. Guter Container, dankeschön. Gibt's das nicht? Gar keine blöde Idee hier, um die Box rumzukämpfen. Das macht den sehr viel leichter, muss ich schon sagen. Mist. Und das war's, glaube ich. Hi, Chilicon. Den habe ich gehasst, nicht weil er schwer ist, aber mega unsympathisch. Ja, ich finde ihn schon sehr lustig, muss ich sagen. Weil er so bekloppt ist. You're a killer, aren't you? Help! What? Help! I can't hear you. Help me! What is this I hear from a 7th ranked killer? Whatever. It's over anyway. Please, help me! There you go! Ja gut, hätten wir den auch. Der Kampf ist wirklich viel leichter gewesen als Shinobu. Die ist schon viel, viel krasser. Mein Lieblingsgegner war die Durchgeknallte in der Baseballhalle. Ja, Batgirl, auf die freue ich mich schon, die wieder zu sehen. Batgirl ist schon, ich glaube, Batgirl bleibt den meisten in Erinnerung. Aus offensichtlichen Gründen. Weil jeder von diesen Gegnern, die man trifft, ist auf seine eigene Art irgendwie abgefuckt, irgendwie krank, irgendwie bescheuert. Aber Batgirl gewinnt auf jeden Fall den Portal. Den Pokal der craziest Assassin, Psycho, Killer, Monster, Person ever. Na schön, guck mal, weil ich diesen 777 Power Move nicht benutzt habe, weil ich nicht wusste wie, aber gut, haben wir jetzt 10.000 Landsquid Bird Rider extra bekommen. Das ist nicht wenig. Cool, cool. Da. Ach so, nee, stimmt, jetzt kriegen wir erst unseren Herzcontainer. Wir können uns nochmal unseren Kill angucken. Double Kill. Naja, irgendwie so ein bisschen, ne? Travis, I'm starting to think that you may be for real. You are now 7th in rank. Hey, when I hit number 1, you better be looking your best. No need to pretty up. I want you to see me
for who I really am. Serious? Damn! Marvelous! Dieser Screen ist einfach die beste Belohnung ever. So. Destroy Man besiegt. Und somit werden wir zur Nummer 7. Noch 6 Assassins über uns. Und ein geheimer superletzter Endboss, den wir leider in diesem Stream nicht machen werden. Aber ich kann, wenn wir gegen Ende kommen, drüber reden, was dann noch passieren würde. Damit es wenigstens inhaltlich alles hier im Stream steckt. Damit wir vorbereitet sind auf den zweiten Teil. Aber erstmal speichern. Da.